Können Sie schon durchgehen, einsteigen? Da haben Sie die Chance, dass ich ihn noch bekomme. Bitte sehr. Da kriegt man bitte. So, dann eins und drei noch, bitte, ja? Es geht los, Adi. Jetzt geht's schon los, jetzt musst du aufpassen. Liebe Fahrgäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich zur Talfahrt nach Loschwitz. Sie befinden sich in der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Pflege und Erhalt dieses technischen Denkmals liegen uns besonders am Herzen. Wir hoffen, Sie sind ebenso wie wir von unserer Schwebebahn und ihrer traumhaften Lage am Elbhang begeistert. Die Bahn wurde im Mai 1901 nach nur 2 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Nach über 100 Jahren meistert sie die 274 Meter lange Strecke mit 84 Metern Höhenunterschied immer noch mit Bravour. Mitte des 19. Jahrhunderts brachten die andauernde Monokultur und die Reblaus den jahrhundertelangen Weinbau an den Elbhängen vollständig zum Erliegen. Den Gutsbesitzern blieb nichts anderes übrig, als die Grundstücke zum Verkauf anzubieten. Bald zogen viele wohlsituierte Dresdner nach Oberloschwitz und errichteten hier ihre Villen. Mit dem Wachstum des Ortes wurde die Frage nach einer geeigneten Verkehrsanbindung laut. 1893 war die Zeit für eine Brücke gekommen. Seitdem überspannt das blaue Wunder die Elbe zwischen Loschwitz und Blasewitz. Im alten Loschwitzer Dorfkern sind heute noch historische Fachwerkhäuser zu sehen. Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die Gründerzeitbauten rund um den Körnerplatz. Die Loschwitzer Kirche, die Sie links sehen, ist etwas älter. Sie wurde zwischen 1705 und 1708 erbaut. Die Entwürfe für das Gotteshaus stammen von George Bär, dem Erbauer der Dresdner Frauenkirche. Die Loschwitzer Kirche war der erste Bau des Meisters. Noch ein Sicherheitshinweis: Die Bahn kann erst wieder starten, wenn alle Tore geschlossen sind. Der Aufenthalt auf dem Bahnsteig während der Fahrt ist nicht gestattet. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Was geht los, Olli? Hier hat der Fahrer ja sogar ein Mikrofon, aber leider sitzt hier keiner drin. Liebe Fahrgäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich in einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Die Bahn wurde 1895 eröffnet und pendelt seitdem zwischen Loschwitz und dem Stadtteil Weißer Hirsch. Seit 1984 steht die Anlage unter Denkmalschutz. Wir befinden uns im Burgbergtunnel, fahren dann weiter über das
das Gerüstviadukt in der Mitte der Strecke und schließlich durch den Prinzess-Luisa-Tunnel kurz vor der Bergstation. Auf der eingleisigen Strecke legt die Standseilbahn 547 Meter zurück und überwindet 95 Höhenmeter. Die Elbhänge, die sich zur rechten und linken Seite erstrecken, gehörten einst dem Weinbau. Als er Mitte des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam, entstanden hier die prachtvollen Villen, die Sie heute sehen. Wenn Sie nach vorn schauen, erblicken Sie schon den zweiten Wagen, der ins Tal fährt. Die Fahrzeuge sind durch ein 580 Meter langes Drahtseil miteinander verbunden. An der Ausweiche auf dem Gerüstviadukt fahren sie aneinander vorbei. Bald erreichen wir die Bergstation auf dem Weißen Hirsch. Der Name dieses Stadtteils geht auf die Schenke zum Weißen Hirsch zurück, die der kurfürstliche Kapellmeister Christoph Bernhardi Ende des 17. Jahrhunderts auf seinem Gut eröffnete. Um das Anwesen herum wuchs in den folgenden 200 Jahren eine Ortschaft. Mit der Eröffnung seines Sanatoriums führte Dr. Heinrich Lahmer die Landgemeinde Ende des 19. Jahrhunderts zu internationalem Ruhm. Den Gasthof zum Weißen Hirsch finden Sie heute nicht mehr, dafür die Sternwarte Manfred von Ardenne, den ehemaligen Kurpark am Rande der Dresdner Heide und vor allem ruhige Straßen mit eleganten Villen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht schon zur Fahrt in die Talstation. Genau, Laura, jetzt wird mal stoppen. Mach mal einen Türöffner. Wie machst du, Heavy? Wir nehmen Türöffner hier vorne, statt dass man die dagegen rauscht. Ah. Wie warst du vorhin in der Fahrradkabine, hast du gesagt? Ja, aber nur mit dem Finger. Ja, kannst du wieder. Ja, guck mal, hier kann ich nur. Durch die Deutsch muss man immer ein Eis essen. Schmeckt's? Ja. Zum Schluss fahren wir jetzt auf der Straße. Vorsicht bei der Einfahrt. Zum Schluss gucken wir uns jetzt noch ein paar Flugzeuge an. Stimmt. Schätzt gerade ab? Ja. Oh. Oh ja. Jetzt ist es aufgesetzt. Ist Gold, ist Gold. Kommt schon wieder.